Martini zusammen mit seinem Partner Peter Dimsic erfahren wir mehr über heydeal.de. Auf geht's. Ja, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Auch danke an Sven Wagner dafür, dass er das überhaupt ermöglicht hat. Genau, wir sind die Gründer von heydeal und möchten uns als Team zunächst mal vorstellen. Ich heiße Peter Dimsic, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, danach als Unternehmensberater gearbeitet und ich bin schwerpunktmäßig für das Business Development bei uns zuständig. Ja, Philipp Martini, ich habe Physik studiert, hatte aber schon immer einen sehr starken Fokus zur IT, bin jetzt bei uns für die Bereiche der Produktentwicklung und der technologischen Umsetzung zuständig. Genau. Was uns beide verbindet, wir sind leidenschaftliche Schnäppchenjäger. Das heißt, wir kennen so ziemlich jeden Online-Shop im Internet. Wir wissen, wie sich die Preise entwickeln. Wir kennen alle Gutscheine, Rabattaktionen. Und genau, daraus ist dann auch letztlich unsere Geschäftsidee entstanden. Wenn ich hier mal in die Runde fragen würde, wer hat in den letzten 5 Jahren einen Fernseher im Internet erworben, sind das wahrscheinlich ca. 80-90%. Ich habe eine traurige Botschaft an Sie, die meisten von Ihnen haben zu viel dafür bezahlt. Hätten Sie heydeal.de gekannt, hätten Sie wesentlich Geld sparen können. Mit Blick auf die Revolution oder auf die Evolution der Schnäppchenjagd, das Ganze fing in den 90er Jahren an mit klassischen Online-Shops. Anstatt durch die Fußgängerzone zu marschieren und alle Preise händisch abklappern zu müssen, kann man sich mit ein paar Klicks verschiedene Shops anschauen und für den günstigsten entscheiden. Um die Jahrtausendwende kamen Preisvergleichsportale, die einfach alle Preise zusammenfassen. Da geht es dann nochmal etwas schneller. Und so um das Jahr 2006, 2007 kamen dann Schnäppchenblogs. Dahinter steht eine Redaktion oder eine Community aus genauso verrückten Leuten wie uns, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Preise zu vergleichen und Rabatte zu kombinieren und Neukundenboni einzusetzen. Und wir haben uns überlegt, in den letzten 6 bis 7 Jahren ist in dem Bereich nur sehr, sehr wenig passiert. Und wie könnte man das Ganze verbessern? Wie könnte man es schneller machen, sodass mehr Angebote schneller gefunden werden? Und wir haben uns überlegt, eine intelligente Technologie dafür einzusetzen. Ja, wie sieht das konkret aus? Also welche Lösung haben wir entwickelt? Wir haben uns angeguckt, es gibt 2 Bereiche. Einmal die Preisvergleichsportale und die Schnäppchenseiten. Die Preisvergleichsportale haben ein sehr großes Produktangebot. Wir haben es geschafft, eine ähnliche Größe zu erreichen mit insgesamt etwa 20 Millionen Produkten, die über unsere Seite erreichbar sind. Und auf der anderen Seite haben wir es geschafft, die besten Preise, genauso wie die Schnäppchenblocks, zu erreichen. Das heißt, wir haben das Beste aus beiden Welten vereint. Konkret heißt das für Sie als Kunden 45% unter der unverbindlichen Preisempfehlung und 17% unter dem durchschnittlichen Tiefpreis der letzten 30 Tage. Das sind die Werte, die wir im Durchschnitt erreichen können. Ja, das war jetzt ein bisschen abstrakt. Schauen wir mal an, wie sieht das Ganze konkret aus. Wir haben hier zufällig ausgewählt aus verschiedenen Kategorien unterschiedliche Produkte. Schauen wir uns zum Beispiel mal oben rechts in der Ecke den Drucker an. Den bekommt man bei einem Händler für eine UVP von ungefähr 670 Euro. Wenn man dann im Preisvergleich guckt, ist es schon etwas günstiger mit 530. Wir hatten diesen Drucker und Multifunktionsgerät mit Faxscanner drum und dran für 303 Euro inklusive Versand, also weniger als die Hälfte von dem, was man teilweise bei einem Händler bezahlt. Der Begriff wurde eigentlich geprägt von Jeff Bauer. Sie fragen sicherlich, ist das ein profitabler Markt? Ist der groß? Lohnt sich da einzusteigen? Ist ja auf jeden Fall. Der Einzelhandel hat eine Größe von ca. 500 Milliarden Euro in Deutschland. 10% davon entfallen auf dem Bereich des Online-Shoppings und davon ca. 10 Milliarden auf dem Bereich des Smart-Shoppings. Also Webseiten wie heydeal.de, die dem Kunden einfach helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen, die ihn weiterempfehlen an bestimmte Shops und ihn einfach beim Kaufprozess unterstützen. Wie schneiden wir unser Stück vom Kuchen ab? Wir finanzieren uns durch Vermittlungsprovisionen. Das heißt, der Kunde kauft nicht bei uns auf der Seite direkt ein, sondern wir vermitteln ihn an zum Beispiel Amazon.de oder Saturn.de weiter. Und wenn dort eingekauft wird, kriegen wir einen Teil der Provision zwischen 4% und 7%. Sie als Kunde bezahlen aber genau den gleichen Preis, den Sie auch sonst bezahlen würden, weil das schon bereits eingepreist ist. Ja, wie sieht es mit unserem Wettbewerb aus? Das Ganze teilt sich in 4 Quadranten, die sich aufdröseln nach Ersparnis groß oder klein, beziehungsweise große oder kleine Produktauswahl. Eben schon angesprochen, die Preisvergleichsportale, mittlere Ersparnis, allerdings sehr große Auswahl. Die Schnäppchenportale, da findet man oft sowas wie ein Bügeleisen zum Beispiel gar nicht und auch bei Fernsehen sieht das eher mager aus. Da hat man aber dann die wesentlich besseren Preise. Und im Bereich des Smart Shoppings noch relativ neu in den letzten Jahren entstanden, da wo wir uns auch ansiedeln, da bringt man eben beide zusammen und wir sind bisher die Einzigen, die es geschafft haben, wirklich gute Preise mit einer großen Auswahl zu kombinieren. Genau, wie sieht unser Marketing aus und wie gestaltet sich unser Markteintritt? Ein klassischer Marketing-Mix besteht aus 5 Säulen. Die meisten davon kennen Sie bereits, also das heißt Social Media, Suchmaschinenoptimierung oder Online-Werbung. Was uns ein bisschen differenziert, ist, dass wir im Laufe der Jahre uns eine Reputation am Markt aufbauen wollen als Preisexperten, so eine Art Stiftung Warentest in dem Bereich, dadurch, dass wir auch verschiedene Marktstudien rausbringen und einfach zeigen, wir wissen, wie sich Preise entwickeln. Wir können auch Preise prognostizieren anhand von historischen Werten, anhand von Werten, die wir aggregiert haben. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir
in nächster Zeit mit den Online-Shops noch enger zusammenarbeiten werden. Also nicht nur, dass wir Produktdaten von denen erhalten und Kunden weitergeben, sondern dass wir auch Preissiegel aussprechen und die Shops die einsetzen können, um den Kunden zu vermitteln. HeyDeal hat sich das Ganze angeschaut, hat gesagt, das ist ein guter Preis und das ist dann so einfach eine Vertrauensgeschichte. Ja, welche Meilensteine haben wir bisher erreicht? Das erste und wichtigste für uns war, wir hatten eine sehr aufwendige Entwicklung, mussten das irgendwie finanzieren. Investment in der Phase ist sehr schwierig. Deswegen haben wir uns für Förderprogramme gewonnen, für die zwei wichtigsten in Deutschland. Haben beide gewonnen, mussten jetzt aber dann für eins entscheiden, haben letztendlich Exist gewählt. Wir haben seit Anfang des Jahres einen Prototypen online, der immer weiterentwickelt wird, mittlerweile sind wir in der Beta-Phase. Wir haben alle bürokratischen Hürden genommen, das heißt Gründung der Firma, Aufbau der Serverinfrastruktur. Tour, die Anmeldung der Marken oder Internet-Domains, das ist alles schon erledigt. Wir haben einen Besucherrekord erreicht, mit dem wir selber am Anfang nicht gerechnet haben. Durch unsere Suchmaschinenoptimierung hatten wir im August insgesamt 10.000 Besucher auf der Seite. Und Anfang 2017, wenn unsere finale Version online geht, wird es das noch wesentlich steigern. Und das Ganze, muss man dazu sagen, ohne Marketingbudget bisher. Ja, Erfolge, Prototyp wurde angesprochen, die Wettbewerbe. Wir haben die 100 größten Online-Shops bereits von unserem Konzept überzeugen können. Wir haben Ansprechpartner, die uns mit Nachdruck unterstützen. Im Bereich Business-to-Business haben wir erfahren, dass unsere Wettbewerber bereits so eine Technologie entwickeln wollten und daran gescheitert sind. Wir stehen im Moment in Verhandlungen zu einer potenziellen Kooperation oder einer Lizenzierung. Wir haben diverse Fürsprecher, ein großes Netzwerk in der Industrie, das unser Produkt kennt und unterstützt und für gut befindet. Und unsere ersten KPIs, die wir ermitteln konnten, zeigen auch, dass die Kosten, die wir haben, um Kunden zu akquirieren, wesentlich unter denen liegen, die den Einnahmen, die ein Kunde uns letztlich erbringt. Ja, wie haben wir uns bisher finanziert? Wir haben angefangen 2015, da haben wir alles gebootstrapped, haben es selber finanziert, haben in dem eigenen Wohnraum gearbeitet. Anfang 2016, bzw. das komplette Jahr 2016, haben wir uns dann über das Förderprogramm finanziert. Das läuft jetzt im Dezember aus. Danach kommt nochmal eine Phase des Bootstrappings, wo wir einen kleinen Zeitpunkt überbrücken müssen. Und für Mitte 2017 planen wir die erste Finanzierungsrunde. Das wird dann im Jahr darauf aufgesetzt, in einer größeren Runde, wo wir dann auch tatsächlich international das Ganze anbieten möchten. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Philipp Martini, Peter Dimsey, ganz herzlichen Dank. Immerhin mit dem ehrgeizigen Ziel, ich habe es in der Bewerbung gelesen, in den nächsten 3 Jahren die führende oder eine führende Position im deutschsprachigen Markt für Deals und Coupons zu erreichen. Das ist ein großes Ziel, aber eins, das offenbar erreichbar scheint. Also wir haben bisher den Eindruck gewonnen, dass in dem Bereich wenig Innovation stattgefunden hat. Die meisten Seiten sind eher historisch gewachsen über die Zeit. Die Wettbewerber sind alle sehr, sehr alt. Das ist passt Vor- und Nachteile für uns. Die haben natürlich feste Marktpositionen. Aber was technologischen Einsatz angeht, hat sich in dem Bereich einfach wenig getan. Und wir glauben einfach, dass das eine Nische ist, die wir gut besetzen können. Ihr habt 3 Monate bei uns im Space, inklusive aller Betreuung, die ihr brauchen könnt. Also falls ihr doch von Düsseldorf nach Solingen kommen wollt, hier ist ein Argument dafür. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Also sorry, am Anfang ging mir zu schnell. Der Unterschied zwischen Idealo und den anderen Anbietern und HeyDeal ist genau was? Also, ich würde sagen, ist ja so, man interessiert sich für ein bestimmtes Produkt. Genau, also nochmal, ganz Produkt in die Suche ein. Dankeschön, und man Glückwunsch an Dominik, der jetzt, glaube ich, kann dann gleich mal telefonieren muss, dass das gleiche Produkt aber vor einer Woche schon mal wesentlich günstiger war, dass man das verpasst hat. Oder dass es ein ähnliches Modell von einem anderen Hersteller gibt, das gerade günstig ist. Das bekommt man nicht angezeigt. Man müsste sich dadurch diverse Modelle durchklicken und sich irgendwelche Preiswecker einstellen. Und bei uns ist es so, auf der Seite landen nur die Produkte, die genau heute wirklich günstig sind. Die verschwinden morgen auch wieder, wenn der Preis wieder nach oben gegangen ist oder wenn andere Anbieter nachgezogen haben. Und der Algorithmus berücksichtigt da halt noch viele intelligente Faktoren, dass man beispielsweise sagt, wenn so ein Samsung Galaxy Handy um 5% reduziert ist, ist das ganz okay. Wenn das bei einem iPhone der Fall ist, ist das schon ein ziemlich guter Deal, weil Apple-Produkte preisstabil sind. Das alles wird damit berücksichtigt. Das heißt im Klartext, man kann bei uns auf die Seite gehen, kann sagen, ich möchte mir jetzt einen Fernseher kaufen, ich gehe in die Kategorie, ich wähle 55 Zoll aus und ich kann blindlings zuschlagen. Ich weiß, dass ich immer einen extrem guten Deal gemacht habe in dem Moment. Damit ist meine Frage eigentlich beantwortet. Gut, wunderbar. Bitte schön, einmal kurz Name und die Frage. Mike auch von der Cozentric. Wir haben mal gerade parallel live gecheckt und wir finden es billiger. Also wenn wir über Google gehen, deswegen die Frage, wo ist der Deal?
Ja, also was im Moment online ist, ist eine Beta-Version, ja, eine Testversion. Ist tatsächlich so, dass wir mit 100 Anbietern auch nur einen Bruchteil der haben, die überhaupt marktaktiv sind. Das ist natürlich so eine Frage. Ist jeder bereit, bei billiger.de oder Idealo sich also beim Anbieter einzukaufen, der vielleicht winzig klein ist und der ein paar Wochen später insolvent geht? Die meisten möchten einfach bei einem großen ankaufen. Ändert nichts daran, dass wir natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Shops aggregieren müssen, und weil wir andernfalls eben genau dieses Problem haben, dass es dann immer irgendeinen Ebay-Shop gibt, der das Produkt doch nochmal etwas günstiger hat. Da müssen wir auch diesen schmalen Grat gehen und uns entscheiden, wie viele Shops nehmen wir rein und welchen Qualitätsstandard möchten wir da einhalten. Ja. Ja, Klaus, ich hatte noch eine Frage. Generieren Sie schon Umsätze? Überschaubare Umsätze, ja. Also bei 10.000 Besuchern im Monat und der Konversionsrate, das ist, wir haben ein paar Umsätze, aber es reicht noch nicht, dass wir uns aus dem eigenen Cashflow finanzieren können. Ich wollte da, mein Name ist Sebastian Zimnoll, an dem Punkt einsetzen, wo der Herr das vorher gesagt hatte, euer Partner war Amazon, ich habe es genauso verglichen, bei Amazon auch billiger gefunden. Ja. Ja, das kann verschiedene Gründe haben. Also wir stellen auch fest, dass die Daten teilweise noch Inkonsistenzen haben. Das sind alles Sachen, an denen wir arbeiten. Also ich hoffe, dass wir bis zum Frühjahr, bis zum Launch genau diese Probleme geklärt haben. Aber es ist natürlich bei anderthalb Entwicklern ist das ist sowas im Moment unvermeidbar. Von der technischen Umsetzung, verbindet ihr eure Seite nur über die Partnerprogramme mit den Partnern, die ihr habt? Oder setzt ihr quasi Amazon, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, eine API-Verbindung für diese Deals oder für die Produkte, die sie dort jeden Tag einsetzen? Es gibt ja tausende von Händlern, die ihre Produkte einsetzen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass ständiger Austausch von Daten, die da stattfinden müssen, ihr habt ja auch draufgeschrieben Big Data, wie wollt ihr das eigentlich vom Volumen überhaupt bewältigen? Das ist ja fast unmöglich. Grundsätzlich, also unsere Festplatten sind natürlich schon bis oben hin gefüllt. Also wir müssen ständig Festplatten nachkaufen und das sind viele Daten, die wir speichern müssen. Aber es ist zu bewerkstelligen. Also heutzutage ist Speicherplatz nicht mehr wirklich teuer. Und zu der ersten Frage, wir verwenden sowohl standardisierte Schnittstellen als auch in Einzelfällen speziell verhandelte Schnittstellen. Aber das ist natürlich auch eine Größenfrage. Also wenn man neu am Markt ist, dann hat man nicht unbedingt die Möglichkeit, mal eben zu Otto zu gehen, zu sagen, die Daten, die ihr da über den normalen Service anbietet, die sind uns nicht konsistent genug, wir hätten da gerne dieses und jenes. Also das heißt, wir müssen im Moment einfach das nehmen, was uns zur Verfügung steht. Ja. Also man muss dazu sagen, gerade auch was Amazon angeht, die ganzen Marketplace-Händler, auch die Händler auf eBay haben wir im Moment noch nicht im Programm, einfach weil es da Schwierigkeiten gibt, gerade was die Qualität angeht. Es gibt in letzter Zeit immer wieder Fälle auf Amazon, wo dann, ich sag mal zum Beispiel ein Bosch-Backofen, der normalerweise so zwischen 600 und 700 Euro kostet, für 400 Euro angeboten wird. Und dann steht in der Beschreibung, bitte nicht direkt kaufen, sondern kontaktieren Sie mich per E-Mail. Also das ist nicht so einfach, da zu unterscheiden, wer ist seriös und wer nicht. Deswegen haben wir das im Moment ausgeschlossen. Mhm. Jan Höttges, wie sieht Ihr Erlösmodell aus? Ich finde auf Ihrer Seite keine Werbung oder Ähnliches. Wo generieren Sie das Ihre Einnahmen? Das habe ich vielleicht nicht laut genug gesagt. Vermittlungsprovisionen. Das heißt, wenn Sie bei uns was einkaufen, dann werden wir an dem Kaufpreis beteiligt. So zwischen 4% und 7%. Und Sie zahlen aber als Kunde das Gleiche wie im Normalfall. Vom Händler, 4% bis 7%. Genau, je nach Warengruppe. Also es gibt eben bei... Ich wollte gerade sagen, das werden Sie in den Elektrobereich bekommen, noch kriegen. Also. Ja, Elektro ist so 2 bis 4%, Schmuck, Kleidung 10%, 15%, das ist eine Mischkalkulation. Ja. Okay, danke.